Auf YouTube findet ihr alles, was das Herz begehrt. Also Comedy, Let's Player, Schminktipps, Fitness-Tutorials oder auch Liebestipps. Was es eher selten gibt, sind so Sachen über ernstere Themen bzw. auch Geschichten über das wahre Leben. Und ich bin ja auch ein Fan von Autobiografien, auch in Bezug auf die Psyche des Menschen und auch vor allem in Bezug auf Verbrechen. Und da gibt es einen Kanal, den ich euch vorstellen möchte, der heißt Trigger TV und der beschäftigt sich eben mit Verbrechen aus der Vergangenheit, aber auch mit aktuellen Kriminalgeschichten. Und dazu darf ich auf der anderen Leitung begrüßen die Marie, die Redaktionsleitung sozusagen, Marie Meinberg von Trigger TV. Servus, Marie. Hallo. Hallo. Also wie gesagt, ich habe ja auch schon gelesen, beziehungsweise euer Produzent ist ja der Jörg Winger, der ja eigentlich auch Producer von Soko Leipzig ist, was ja eher fiktionale kriminale Geschichten sind. Und da wollte ich mal fragen, was war denn so euer Ziel bei Trigger TV, weil es ja dann doch nicht fiktional ist, sondern eher was anderes. Also was erwartet ihr euch davon? Naja, wir möchten eben gerne Geschichten erzählen, die auch echt sind und die wahr sind, weil wir glauben, dass es Geschichten gibt, die das Leben schreibt, die manchmal sehr viel krasser sind als Dinge, die man sich ausdenken kann. Und es ganz oft so ist, dass wenn wir recherchieren und wenn wir schreiben und wenn wir rausgehen und auch uns mit Menschen treffen, was wir auch viel tun, deren Leben von Verbrechen wirklich aus der Bahn geworfen wurde oder die wirklich davon berührt wurden bis heute, dann merken wir, dass das ganz oft Dinge sind, die man sich so niemals ausdenken würde, weil jeder sagen würde, das kannst du doch nicht, das kannst du nicht so behaupten. So, das ist viel zu krass. Okay. Und deswegen ist das tatsächlich, das ist unser Anliegen, dass wir sowohl in der tiefen Emotion als auch in der ganzen Ernsthaftigkeit, aber auch manchmal in der das sind ja auch Geschichten, wo dann Helden manchmal bei rauskommen und wo Leute auch echt auch lachen. Also es sind einfach sehr viele Facetten von echter Kriminalität, die wir alle erzählen wollen. Einer eurer Formate ist ja die, also was aktuelle Themen betrifft, ja. So zum Beispiel berichtet ihr dann über den Keksklau oder diesen Tunnelraub. Der heißt, wie heißt er nochmal? Das ist der Crime Report. Genau, der Crime Report. Und da ist ja die, ihr solltet sie vielleicht kennen, also die Zuschauer unter euch, die da ruhen. Die moderiert das Ganze und die macht ja eigentlich Schminktipps. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trigger Crime Report. Wir wollen euch auf den neuesten Stand zu Krümelmonster erpresst Balsen bringen und euch ein Update zu unserer Jeder Share einen Keks Aktion geben. So, wie seid ihr eigentlich auf die gekommen, dass die das moderiert? Weil es ist ja etwas ganz anderes, was sie dann macht bei euch. Naja, um gleich schon mal vorwegzunehmen, auch wenn das jetzt vielleicht seltsam klingen mag für einige YouTuber, bei uns moderiert die Nilam. Und die Nilam ist eine Schauspielerin und Moderatorin, die auch viele andere Dinge macht in ihrem Leben. Okay, okay. Aber weshalb wir quasi mit ihr arbeiten, ist, dass sie wirklich eine, finde ich, unglaublich sympathische, kompetente Frau ist, die unglaublich entzückend aussieht vor der Kamera, aber auch wirklich ernstzunehmende Dinge gut und mit einer Sympathie behandeln kann, die, wie ich das selten auch echt gesehen habe, von jemandem, der noch so frisch und so jung ist. Und ich war wirklich von Anfang an total in sie verliebt. So, ich finde, dass sie einen richtig, richtig guten Job macht. Ist ja auch gar nicht so einfach, wenn du über, sage ich mal, das ist ja auch bei den Tagessprechern so, wenn du über etwas Schwieriges redest, also was Schlimmes, und dann, ich finde, sie schafft das halt echt gut, irgendwie am Anfang dann doch Sympathie und zu lächeln und dann, sobald es halt ernst wird, da auch sozusagen die Miene dementsprechend aufzusetzen, weil ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach, da irgendwie beides unter einem Hut zu bringen. Also da habe ich auch Respekt vor, das macht sie auch echt super. Ja, also ich finde halt, was man merkt, ist, dass ihr das nahe geht. Und dass sie auch ein Herzmensch ist. Und das war was wir von Anfang an eben auch echt total toll fanden. So. Also, Tops. Und ihr habt ja noch ein anderes Format, was mich sozusagen am meisten catcht. Das ist die Serial Killers. Also darüber zeigt ihr ja über Animationen, also Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die animiert werden. Ihr berichtet sozusagen neutral und ohne Emotionen über Serienmörder der Geschichte. Denn Aline tötete nicht nur Richard Mallory. Innerhalb eines Jahres erschoss sie insgesamt 7 Männer. Alle aus Notwehr, wie sie sagte.
Da würde mich mal, also wie sucht ihr die eigentlich aus? Also ich meine, klar, da gibt es bestimmt hunderte, aber was ist da so für euch ausschlaggebend? Also es ist so, dass wir schon versuchen, auch einfach natürlich neutral, aber auch eine Geschichte zu erzählen. Also wirklich die Geschichte von einem Menschen, der zum Serienmörder wurde. Und bei mir ist es so, dass wenn ich mich in meine Recherchehöhle zurückziehe und ganz viel lese und sehe und mir Filme anschaue, dass es einfach wirklich Geschichten gibt, die, wie ich eingangs gesagt habe, einfach, wo man denkt, das hätte man so nicht erfinden können. Das sind dann für mich wirklich Momente, wo ich sage, das ist eine Geschichte von einem Menschen, die mich total interessiert. Oft auch, weil man merkt, wenn man in diese Geschichten dieser Menschen eintaucht, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie wir vielleicht gerne manchmal auf solche Menschen oder solche Verbrechen sehen. Und das mag ich besonders gerne, wenn man einfach eine Geschichte erzählen kann, die auch Fragen offen lässt und die einfach ein Gespräch antriggert sozusagen. Und du sagst ja auch, es ist ja alles sehr, 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 sage ich mal, rational und so weiter. Und ich habe mir ja gestern natürlich ganz, ganz viel angeschaut von eurem Kanal. Und da bin ich dann rausgegangen und das war echt sehr so, da habe ich erstmal so ein mulmiges Gefühl gehabt. Wie ist denn das für dich auf der emotionalen Seite, wenn du da, sage ich mal, die ganze Zeit recherchierst und du produzierst jede Woche halt eine Folge von Serial Killers? Wie ist denn das für dich, wenn du da Tag ein, Tag aus dich mit diesen Geschichten beschäftigst? Also mich fragen das ganz viele Leute, auch so aus dem Freundeskreis inzwischen, ob es mir schlecht geht jetzt oder so, seitdem ich das mache. Aber eigentlich ist es so, dass ich auch selber überrascht davon bin, dass mich das total berührt, aber nicht auf dieser ekligen Angstebene, wie viele das meinen. Also ich habe jetzt nicht mehr Angst, nachts durch einen Girlie zu laufen als vorher oder so. Es ist eher so, dass ich das faszinierend finde, wozu ein Mensch in der Lage ist und auch was unsere Gesellschaft damit zu tun hat, was für bestimmte Dinge thematisiert werden können bei uns in der Gesellschaft und was nicht. Und auch einfach, was das mit diesen Menschen macht, weil ich stelle mir ganz oft vor, wenn ich betrunken war abends und dann am nächsten Morgen aufwacht, dann ist mein erster Gedanke immer, oh mein Gott, wie peinlich, was habe ich alles gestern Schlimmes getan und kann ich mich da je wieder blicken lassen? Und für mich ist wirklich das Faszinierende, die Vorstellung, dass es Menschen gibt, eben gerade Serienmörder, die also immer wieder jemanden umgebracht haben, die ja auch mit diesem Gefühl leben mussten. Mit diesem Spagat von, ich habe da was wirklich Schlimmes gemacht und das ist natürlich was, was nicht okay ist und was nicht gut ist und was falsch ist und was auch in unserer Gesellschaft gar nicht klar geht und dann trotzdem ja auch zum Teil nebenher ein zweites normales Leben weitergeführt haben. Und diesen Spagat, den finde ich fast für mich persönlich das Faszinierendste und auch zu merken, dass es ganz viele von diesen Serienmördern gibt, die recht früh gemerkt haben, mit mir stimmt was nicht. Und gemerkt haben, es gibt aber überhaupt keinen Ort, wo ich hingehen kann. Also Jürgen Bartsch zum Beispiel, der nach seinem ersten Mord wirklich stundenlang verloren durch die Stadt gelaufen ist und dann in die Kirche gegangen ist, um zu beichten. Und er hat einfach, er hat gebeichtet, was er gerade getan hat. Weil es natürlich einfach keinen Moment gibt in unserer Gesellschaft oder keinen Ort, wo man mal abends an der Trese zu seinem besten Freund sagt, ja, du denkst darüber nach, deine Freundin zu betrügen, ich möchte gerne kleine Jungen aufschlitzen. Es gibt keinen Ort, ich möchte das überhaupt nicht das verteidigen oder so, aber das sind so Momente, wo ich merke, das beschäftigt mich am meisten, dass es einfach diese Kluft gibt. Ja klar, also ich finde, es gibt ja auch die coolste Werbung, die ich mal gesehen habe, was heißt die coolste Werbung, aber ich fand es cool, dass es die gab, das war so ein Typ, der saß in der U-Bahn und gegenüber von ihm war halt eben ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen und dann hast du halt gesehen Schweißperlen und der hat das kleine Kind angeschaut und dann kam halt später so, hast du auch solche Gedanken, dann kannst du dich bei der und der Stelle melden. Ja, das ist die Aktion halt, von Kein Täter werden, die an dieser Stelle kommt, dann mögen sie Kinder auch mehr, als ihnen lieb ist. Ich habe das nur noch so in Erinnerung im Kopf. Und das ist tatsächlich, also die sind auch völlig, die arbeiten eben mit Menschen, die pädophile Neigung haben
Und, und es ist wirklich auch eine Arbeit, die ich wahnsinnig wichtig finde und die auch wirklich die mehr gebraucht wird. Weil wenn wir mit Zeigefingern auf sowohl Täter als auch Opfer zeigen, dann tabuisieren wir einfach Dinge, die nun mal da sind in unserer Gesellschaft, die nun mal stattfinden, ob wir das mögen oder nicht. Und ich glaube, ab dem Moment, wo wir ins Gespräch gehen und wo wir wissen, dass es einfach Dinge gibt, dann müssen wir einfach auch schauen, dass es Gesprächs- und Möglichkeitsarenen gibt für Leute, die was dagegen tun wollen, bevor sie eben zum Täter werden oder bevor was passiert. Und wenn man einfach nur auf die Leute mit dem Finger zeigt, dann ist natürlich völlig klar, dass die keine Möglichkeit haben, jemals darüber zu sprechen oder sich zu öffnen. Und ich finde das total wichtig. Also gerade diese Kein-Täter-Werden-Arbeit finde ich richtig gut. Also ich bin da auch komplett deiner Meinung und gerade ist ja auch wieder, aktuell wird es halt aufgerollt, also die alte Kampusch-Geschichte. Ja. Also wer das nicht kennt von den Zuschauern, das ist Natascha Kampusch, die mit eine Österreicherin, die mit 10 Jahren, glaube ich, sie wurde entführt und 8 Jahre lang im Keller gefangen gehalten und konnte sich dann nach 8 Jahren befreien. Und es ist ein Kinofilm, ist diesen letzten Donnerstag, sozusagen letzte Woche angelaufen. Mich ausgesucht. Ich habe dich lächeln sehen. Die hat auch ein Buch damals geschrieben, ist auch oft in Talkshows aufgetreten und das ist natürlich auch Marie, jetzt mal wieder zurück zu dir, die wird da echt verächtet und geachtet, dass sie halt mit ihrer Geschichte da eben so medial ist. Also die ist jetzt auch in den letzten Premieren halt auch gar nicht mehr aufgetreten und hat auch keine Interviews mehr gegeben, was sie halt am Anfang alles so gemacht hat. Ich werde einfach geächtet. Ich bin für mein Leben geächtet. Das heißt, ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht, Gewaltopfer. Es wird mir nie oder selten jemand wertfrei begegnen können. Nur wenn ich dann älter werde, wird es wieder Menschen geben, die mir wertfrei begegnen können, weil sie die Zeit nicht miterlebt haben. Also ich bin dann auch mal, ich kann es dir mal kurz vorlesen, auf YouTube bin ich mal rumgegangen, habe da rumgesucht unter halt eben Videos von der Natascha Kampusch, wo halt dann Leute schreiben, geldgeile Schlampe oder wenn sie nicht andauernd in der Öffentlichkeit stehen würde und mit Büchern eine Verfilmung, vielzahliger Millionenklagen und medialen Auftritten versucht, ihr Geld aus der Angelegenheit zu ziehen. Also die wird da richtig schön geächtet von vielen, was ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, also dass die einen Leute sagen, okay, sie zieht Geld daraus oder die anderen sagen, sie verarbeitet das nur. Also ich persönlich finde, dass man, das ist meine ganz private Meinung, keinem Opfer vorschreiben darf, wie es mit dem Geschehen umgehen soll. Ich finde, dass man Respekt haben muss vor jemandem, dem sowas passiert ist. Und ich glaube, dass das wirklich fast schon eine Frechheit ist, wenn Leute von außen mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, was so ein Mensch durchlebt hat. Und ich bin tatsächlich jemand, der sehr stark sich auf eine Opferseite stellt. Das ist, wie gesagt, mein persönlich privates Ding. Ich finde das sowieso schon abgefahren. Das ist natürlich richtig in einem Rechtssystem, aber ich finde es schon abgefahren, wie viel Beweislast überhaupt bei Opfern liegt. Und ich finde, dass jetzt sie wurde ja auch zum Teil auf der Straße bespuckt und so. Was da abgeht, finde ich wirklich absolut daneben und kann ich privat einfach überhaupt nicht für gut heißen. Also finde ich. Nee, klar, weil ich meine, man kann sich ja nicht ansatzweise in die Person, also in die Natascha hineinversetzen, wie das halt eben war, diese Qual und diese Tortur. Ich habe das Buch damals auch gelesen, weil ich halt eben auch immer an die Psyche des Menschen sehr interessiert bin und wie sie das verkraftet, überstanden hat. Und den Film werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Zeitlich habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber dass halt da echt die Leute immer sofort, also was heißt immer sofort, aber viele ihr das halt so vorwerfen und die ist ja jetzt auch allein. Also ich habe so, das, was man rausfinden kann über sie, steht da, die hat nicht mehr viel Kontakt zu ihrer Familie, die hat auch keine wirklichen Freunde und das Schönste für sie ist, wenn sie bei ihrer Freundin auf dem Friseurstuhl sitzt und das ist für sie so das Highlight gerade in ihrem Moment und das finde ich echt, ja, also Gesellschaft, da muss man die Gesellschaft echt mal kritisieren, das finde ich echt sehr schade. Ja, also wirklich, das geht einfach nicht. Also ich finde, man muss
man muss jedem Opfer selber überlassen, was es wie tun will. Und da haben wir nicht mitzureden. So. Und ich finde es auch krass, dass ihr Vater jetzt ja auch ein Buch geschrieben hat. Und da sind bestimmte Thesen drin, die ich auch, wo ich auch echt geschluckt habe. Ja, ich. Die Mutter doch auch, oder? Die Mutter hat doch auch eins geschrieben. Weiß ich. Soweit ich das weiß. Ich glaube aber, die hat aber eins geschrieben. Ich meine, die war ja da auch, glaube ich, sehr lange beschuldigt worden von der Polizei, dass sie halt mit verwickelt war in dieser Entführung. Aber natürlich ist es dann von vielen, also es ist leicht zu sagen von außen, aber die Familie zieht jetzt komplett das Geld raus. Aber den Preis, den Natascha Kamutsch auch im Nachhinein dafür zahlen muss, der wäre in 100 Milliarden Euro nicht aufzuwiegen. Also ich gönne ihr all das Geld der Welt, wenn sie es tatsächlich schafft, da auch Geld mitzumachen und für sich auch zu verarbeiten, also wie du sagst, jedem selbst überlassen. Und du hast mir vorhin erzählt, wo noch keiner zugeschaut hat, dass ihr dann auch den Fall nochmal behandeln wollt. Eben im Trigger Crime Report auch darüber nochmal sprechen und eben auch über das Buch von dem Vater und den Film und einfach auch nochmal gucken, was da eben noch dahinter steckt. So. Ne? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr interessant und ich wäre für die Zuschauer, schaut euch doch mal den Fall sozusagen nochmal an auf Trigger TV, schaut überhaupt mal auf Trigger TV, da gibt es ja auch noch sozusagen Anwaltstipps. Habt ihr diese Serie schon, Marie? Nee, es war geplant, eine fiktionale Serie zu machen, aber wir haben jetzt aufgrund, also die Serial Killers kommen sehr gut an und das freut uns auch total, gerade weil wirklich, also Matthias Seifert, der die zeichnet und Sebastian, der den Schnitt macht und Thilo, der es schneidet, die wirklich mit ganzer Leidenschaft da drin hängen und richtig viel reingesteckt haben. Und weil es so gut ankommt, machen wir jetzt, sind weitere Animationsformate in Planung, die wir quasi dann anstatt der Serie auf YouTube schmeißen. Und und was wir quasi sonst auch noch machen, ist das, was ich vorher eingangs auch, als wir noch alleine waren, erzählt habe, dass wir uns eben auch mit Leuten treffen, die jetzt eben nicht so krass vielleicht wie die Kamputsch, aber die einfach, deren Leben in irgendeiner Form von Verbrechen so berührt wurde, dass es wirklich das ganze Leben beeinflusst hat. Und die treffen wir einfach zu einem Gespräch. Und haben uns, sage ich jetzt gerade auch mit Andreas Marquardt getroffen, der einfach auch uns zeigt, dass Täter und Opfer sein manchmal auch ineinander übergeht und eben dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht so funktioniert. Ja, dann danke ich dir, Marie, auf jeden Fall, dass du mit dabei warst und uns den Kanal vorgestellt hast. Und schaut doch mal auf Trigger TV rein. Also da, wie gesagt, gibt es ja mehrere Sachen. Gibt es die Serial Killers, aktuelle Verbrechen und eben halt auch diese Anwaltstipps. Und die haben sogar einen Harlem Shake. Und kommentiert doch einfach mal drunter, was ihr von etwas Ernsterem haltet und auch was ihr eventuell von dem Natascha Kampusch-Film haltet. Nächste Woche gibt es wieder einen Let's Player, den wir auf der Couch begrüßen dürfen. Und bis dahin. Und wenn wir schreiben und wenn wir rausgehen und auch uns mit Menschen treffen, was wir auch viel tun, deren Leben von Verbrechen wirklich aus der Bahn geworfen wurde oder die wirklich davon berührt wurden bis heute, dann merken wir, dass das ganz oft Dinge sind, die man sich so niemals ausdenken würde, weil jeder sagen würde, das kannst du doch nicht, das kannst du nicht so behaupten. So, das ist viel zu krass. Okay. Und, TV, weil es ja dann doch nicht fiktional ist, sondern eher was anderes. Also was erwartet ihr euch davon? Naja, wir möchten eben gerne Geschichten erzählen, die auch echt sind und die wahr sind, weil wir glauben, dass es Geschichten gibt, die das Leben schreibt, die manchmal sehr viel krasser sind als Dinge, die man sich ausdenken kann. Und es ganz oft so ist, dass wenn wir recherchieren, auch in Bezug auf die Psyche des Menschen und auch vor allem in Bezug auf Verbrechen. Und da gibt es einen Kanal, den ich euch vorstellen möchte, der heißt Trigger TV und der beschäftigt sich eben mit Verbrechen aus der Vergangenheit, aber auch mit aktuellen Kriminalgeschichten. Und dazu darf ich auf der anderen Leitung begrüßen die Marie, die Redaktionsleitung sozusagen, Marie Meinberg von Trigger TV. Servus, Marie. Hallo. Yeah.
Hallo. Also wie gesagt, ich habe ja auch schon gelesen, beziehungsweise euer Produzent ist ja der Jörg Winger, der ja eigentlich auch Producer von Soko Leipzig ist, was ja eher fiktionale kriminale Geschichten sind. Und da wollte ich mal fragen, was war denn so euer Ziel bei Trigger? Auf YouTube findet ihr alles, was das Herz begehrt. Also Comedy, Let's Player, Schminktipps, Fitness-Tutorials oder auch Liebestipps. Was es eher selten gibt, sind so Sachen über ernstere Themen beziehungsweise auch Geschichten über das wahre Leben. Und ich bin ja auch ein Fan von Autobiografien.